Ich finde, dass der deutsche Film viel reichhaltiger ist, als er oftmals vermeintlicherweise wahrgenommen wird. Also das Image des deutschen Films bildet eigentlich nicht die große Bandbreite ab, die es gibt. Hallo Florian, wie läuft dieses ganze Nominierungsverfahren für den Deutschen Filmpreis ab? Also wer wählt aus, welche Filme in welcher Kategorie nominiert werden? Also es ist ein bisschen kompliziert, denn der Deutsche Filmpreis ist, ich glaube, der höchst dotierte Kulturpreis, den es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Da wird sehr viel Geld vergeben. Dieses Geld ist Geld vom Staat. Und deswegen muss das Auswahlverfahren, das Nominierungsverfahren auch gewisse Hürden oder gewisse Ansprüche erfüllen. Das heißt, die Filme werden eingereicht und dann gibt es zuerst eine Vorauswahl. Für die verschiedenen Kategorien werden Vorauswahljurys gebildet aus den Mitgliedern der Filmakademie. Die wählen dann aus dem gesamten Pool der Filme eine kleinere Gruppe von Filmen aus. Und diese vorausgewählten Filme werden dann online gestellt für die Mitglieder und dann können die Mitglieder diese Filme ansehen und wählen dann aus diesen vorausgewählten Filmen wiederum die Filme aus, die dann nominiert werden, Filme oder Einzelleistungen. Und das ist, wo wir jetzt sind. Also im Augenblick ist ja klar, wer ist nominiert, aber es ist noch nicht klar, wer wird gewinnen. Und in einem zweiten Wahlverfahren wählen die Mitglieder der Filmakademie dann aus den Nominierten die Preisträger. Vielleicht kann man noch dazu sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Nominierungen schon da sind, wählt jedes Mitglied für alle Preise. Also ich als Regisseur wähle auch, wer kriegt den Preis für das beste Kostümbild. Zum Beispiel, aber in der Phase der Nominierungen wählt man für die Bereiche, in denen man selbst Mitglied ist. Also da die Nominierungen werden, die Kostümbildner werden von den Kostümbildnerinnen und Kostümbildner nominiert und die Schauspielerinnen und Schauspieler wiederum von den Schauspielern und so weiter. Ja, genau. Und ist es dann auch oft so, dass man vielleicht ein sehr nahes Kopf-an-Kopf-Rennen hat? Also dass man jetzt meinetwegen bei manchen Filmen wirklich nur so, sag ich mal, so 5 Stimmen Unterschied hat? Ich glaube, das ist sehr oft der Fall. Man sieht das auch. Normalerweise sind in den Einzelkategorien ja 3 Nominierte. Es gibt aber oft und auch in diesem Jahr Kategorien, wo dann 4 oder 5 Filmschaffende nominiert sind. Und das passiert eben, wenn Stimmengleichheit ist. Und dadurch, dass das doch recht häufig passiert, also wenn man sich vorstellt, es sind 5 nominiert, müssen 3 von den Nominierten mit Stimmengleichheit in diesem Rennen gewesen sein. Also von daher ist es schon oftmals eine sehr knappe Entscheidung, ja. Und gibt es dieses Jahr, sage ich mal, thematisch oder inhaltlich bestimmte Schwerpunkte bei den nominierten Filmen? Also ich glaube, in dem Jahr, also das sind ja immer Momentaufnahmen und jeder Jahrgang ist anders. Ich würde sagen, bei dem Jahrgang in diesem Jahr ist das Tolle, finde ich, dass die Abbildung relativ breit gefächert ist. Also wenn man jetzt auf den besten Film schaut, dann sind da sehr publikumsstarke Filme dabei, also Wunderschön oder Contra, die wirklich ein großes Kinopublikum erreicht haben. Und das ist nicht immer der Fall. Oftmals ist es so, dass die Nominierten eher aus dem Kreis der, sagen wir mal, arthausigeren Filme kommen. Und das haben wir natürlich dieses Jahr auch. Große Freiheit ist ein Arthouse-Film, würde ich sagen. Lieber Thomas ist so, hatte schon ein gutes Publikum auch erreicht. Rabbi Kurnaz genauso. Spencer ist eher so der internationale Ausblick. Ich finde, dieses Jahr ist es sehr breit aufgestellt von den Nominierungen her. Aber man hat natürlich mit Rabbi Kurnaz und mit Lieber Thomas 2 Filme, die schon so sehr sichtbar sind mit den Nominierungen. Was aber am Ende des Tages nicht unbedingt was heißen muss. Also es gibt den Fall, ein Film hat ganz viele Nominierungen und gewinnt dann ganz wenig Preise. Also von daher, es ist nach wie vor spannend. Ja. Genau, und wie nimmst du jetzt generell so die Entwicklung des deutschen Films im Kino wahr? Weil natürlich, es gibt immer mehr Streaming-Portale, das heißt, Zuschauerschichten wandern natürlich auch ein bisschen ab. Und der deutsche Film hat es ja vom Image schon, sage ich mal, relativ schwierig gehabt. Nicht, weil es keine, sage ich mal, guten deutschen Filme gab, sondern weil die Wahrnehmung, also zumindest auch so mein Eindruck in der Öffentlichkeit, bei einigen halt schon sehr schlecht ist. Was würdest du sagen, sind da jetzt gerade so in den nächsten Jahren die Herausforderungen für den deutschen Film? Also das ist eine echt wichtige Frage, auf die es auch nicht einfach ist, so eine ganz kurze Antwort zu geben, denn die Situation für das deutsche Kino ist komplex. Oder in der Filmbranche im Augenblick ist es ja so, es wird wahnsinnig viel gedreht, es wird wahnsinnig viel produziert, was eben mit den Streaming-Portalen zu tun hat, was ja auch toll ist, dass es jetzt mehr Produkt gibt und sehr viel Arbeit für uns Filmemacherinnen da ist.
aber gleichzeitig geht es dem Kino nicht besonders gut. Und das Kino ist eben stark von der Pandemie getroffen worden, weil die Kinos waren zu, die Streaming-Portale genau entgegengesetzt, die waren sozusagen dann offen und haben eher Zulauf gehabt. Und ich glaube, vor der Situation, dass so viel gedreht wird, wird nicht bemerkt, dass das Kino sehr stark unter Druck ist. Ja? Es ist auch, sind die Kinobesuchszahlen sind bei weitem noch nicht auf dem Niveau, wie sie waren vor der Pandemie. Und in Deutschland ist der Pro-Kopf-Kinobesuch sowieso wahnsinnig niedrig. Also viel, viel niedriger als in Frankreich zum Beispiel oder in den USA oder in Großbritannien. Und unsere Herausforderung für uns als Filmbranche ist, wie kriegen wir die Leute wieder öfter und mehr ins Kino? Ja? Und das, also gerade weil du sagst, du hast auch ein jüngeres Publikum, von daher kann ich euch nur animieren, ins Kino zu gehen. Und klar, der deutsche Film kämpft mit einem gewissen Imageproblem. Ja? Diese fehlende Wahrnehmung, dass der Film ein wichtiger Teil der deutschen Kultur ist, auch ein wichtiger Teil, wie Deutschland ins Ausland repräsentiert wird. Und das Bild von Deutschland ist mitgeprägt worden, immer noch, immer wieder von Filmen, ob das jetzt Das Leben der Anderen ist, das ist schon ein Stückchen her, aber auch, jetzt weiß nicht, Toni Erdmann, Systemsprenger, das sind Filme, die im Ausland sehr, sehr wahrgenommen und das Image des deutschen Films im Ausland ist viel besser als das Image des deutschen Films in Deutschland, leider. Und ich würde mir wahnsinnig wünschen, ich glaube, also wenn man das guckt bei den Zuschauerzahlen, die Zuschauer gehen im Teenageralter und im jungen Erwachsenenalter verloren. Ich glaube, was man tun müsste, ist, Film in den Schulen ganz anders zu behandeln, dass man im Unterricht die Jugendlichen ranführt, dass Kino nicht nur ein Popcorn- und ein Unterhaltungsort ist, nicht nur ein reiner Konsumort, sondern ein Ort, wo man sich mit Themen und mit Perspektiven und Welt und anderen Leben und Werten auseinandersetzen kann, auf eine tolle Art und Weise. Erst die Mauer, jetzt die Panzer. Das Volk muss sich wehren. Und als letzte Chance, weil es Ungerechtigkeit gibt, das Verbrechen. Ich will meine Meinung sagen und gehört werden. Er war dabei. Und Florian, was würdest du sagen, wo liegen vielleicht auch die großen Stärken des deutschen Films? Also, Film ist ja deshalb so toll, weil er so unterschiedlich sein kann. Ja? Und Kino ist ein Ort mit einer unfassbaren Bandbreite. Also man kann vom Lachen zum Weinen, von der Reise in die Tiefe der Psyche einer Figur, in die Vergangenheit, in die Zukunft, an fremde Orte, Action. Also das Kino ist irrsinnig reichhaltig. Und ich finde, dass der deutsche Film viel reichhaltiger ist, als er oftmals vermeintlicherweise wahrgenommen wird. Also das Image des deutschen Films bildet eigentlich nicht die große Bandbreite ab, die es gibt mittlerweile oder vielleicht immer schon gegeben hat, muss man sagen. Und ich glaube, die Stärke des deutschen Films ist, und das darf man nicht vergessen, wenn wir über einen ausländischen Film sprechen, dann kriegen wir aus diesen Ländern ja immer nur sehr wenige Spitzentitel mit. Also wenn man sagt, wie ist der dänische Film, dann kennt man im Jahr maximal ein, zwei dänische Filme, die hier auch ins Kino kommen. Da werden natürlich sehr viel mehr Filme gemacht. Und natürlich nicht jeder Film ist hundertprozentig gelungen. Und von daher glaube ich, dass es aus Deutschland eine unglaubliche Bandbreite gibt von sehr unterhaltsamen und publikumsaffinen Filmen, wenn man jetzt zum Beispiel Wunderschön oder Contra nimmt in diesem Jahr, Filmen, die wichtige Themen bearbeiten, die politische Themen bearbeiten, die in die Tiefe gehen. Und für mich ist das Kino eben ein Ort, wo man von der Geschichte wirklich noch überwältigt werden kann. Ja? Also der große Unterschied für mich ist, wenn ich zu Hause gucke, Streaming oder Fernsehen oder DVD oder was auch immer man möchte, bin ich trotzdem letztlich im Driver's Seat. Ich kann anschalten, ausschalten, ich kann auf Pause drücken, kann mir ein Bier holen gehen oder was auch immer. Ich kontrolliere das Programm. Im Kino sitze ich drin und das Programm ist nicht, ich habe nicht die Kontrolle, ist jetzt nicht in meiner Hand. Und das führt aber auch dazu, dass das Erlebnis, die Überwältigung, auch der Leinwand ist natürlich viel größer, aber die Überwältigung, das ist das, was ich am Kino liebe. Und ich finde, dass wir in Deutschland absolut Filme haben, die, klar, alle Geschmäcker sind unterschiedlich, aber die einen auf so eine Reise mitnehmen können und so intensiv auch sind. Ja? Und ich finde, alle der nominierten Filme für bester Film dieses Jahr sind auf ihre Art und Weise ganz starke, intensive Reisen in ganz unterschiedliche Erzählwelten. Ja? Und ich glaube immer noch, dass das Kino ist mit Abstand die unaufwendigste, günstigste und von daher auch die einfachste Art, auf eine große Reise zu gehen. Und weiß nicht, wenn du dir
jetzt Rabbi Kurnaz anschaust, dann reist du zurück in einen Themenkomplex, der damals hochaktuell war, und der Film ist emotional und der Film ist hochinteressant. Wenn du dir Lieber Thomas anschaust, dann reist du zurück in ein interessantes Leben eines Schriftstellers, und so kann man das für jeden dieser Filme sagen. Und also vielleicht wirklich in Zeiten, wo die Klimafrage so wichtig ist, vielleicht reisen wir öfters mal im Kino. Das ist klimaneutral und lässt sich jederzeit herstellen. Was würdest du sagen, was kann man vielleicht auch machen, um gerade solche Filme wie Lieber Thomas, den ich auch wirklich extrem stark fand, gerade so diese ganze Machart und wie der gespielt war, und das ist ja auch, glaube ich, oder er hat ja sehr viele universale Themen, die auch vielleicht jüngere Menschen ansprechen. Nur, also mein Eindruck ist auch, vielen ist gar nicht bewusst, dass so ein Film überhaupt läuft. Also was müsste da vielleicht noch getan werden? Ja. Also das ist, hatte ich vorher schon gesagt, jetzt sage ich mal, mit meinen eigenen Filmen wahnsinnig oft passiert, dass die Leute gesagt haben, ja, wahnsinns toller Film, ich hätte mir normalerweise nie angeschaut, aus irgendwann die Schule oder weil irgendjemand, so. Und die Hürde, in den deutschen Film reinzugehen, ist leider nach wie vor relativ hoch, gerade beim jüngeren Publikum. Und das ist, was ich gesagt habe, ich glaube, die Schulen spielen da eine große Rolle, eine wichtige Rolle, dass die sozusagen den Anschub geben sollen, sich auch mit deutschen Filmen auseinanderzusetzen. Und ich kann an die Neugierde appellieren und zu sagen, naja, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du 1,5 Stunden Lebenszeit und 9 Euro verloren hast oder 7,50 Euro oder je nach Kino. Auf der potenziellen Gewinnseite steht ein großartiges Erlebnis und das Eintreten in einen Kosmos, in eine Welt, die du sonst nie hättest betreten. Also von daher, probiert's aus, und natürlich wird ab und zu mal ein Film dabei sein, den man Banane findet, aber das ist im Leben immer so. Also du gehst essen und es schmeckt nicht, das passiert, aber das sagt doch dann niemand mehr, ich gehe nie mehr wieder ins Restaurant. Alles klar, vielen lieben Dank.